Hallöchen, ihr Lieben, und welcome zu einer kleinen neuen Runde Brotato am Donnerstag. Heute mit dem Dickerchen. Max-LP-Modifikationen werden um 25% erhöht und wir bekommen Schaden durch maximales Leben. Das klingt ziemlich funny. Irgendein Champion gibt einem, glaube ich, ein Polster. Vielleicht ist es eher am Ende des Tages, wenn man es geschafft hat. Mal gucken. 3 EP durch Verbrauchsgegenstände, das ist mehr als sonst. Lebensabzug ist runtergesetzt, Lebensregeneration, Ausweichen und Tempo auch. Okay, das heißt, wir gehen hier hardcore auf Leben. Jetzt bin ich im Überlegen. Ist es die Schere? Sollen wir es mit der Schere mal probieren? Die Schere macht halt einen Garten. Wenn wir da einen extra Magen bekommen, haben wir gewonnen. Ich glaube aber auch, dass primitive Waffen Leben dazugeben. Oder so etwas, oder was? Irgendwie so. Ja, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen am Struggeln. Ich glaube, ich nehme mal den Stein. Ich habe irgendwie gerade so ein Steingefühl. Oh Gott. Ey, das war richtig dumm. Aber wir können mal kurz gucken. Was macht der Stein? Primitiv erhöht Max LP und Stumpf erhöht Rüstung. Okay. Gefahr eingestellt. So, genau, der Stein, weil Stumpf haben wir ja gerade schon gelesen, also der Stein hat Waffenklasse Primitiv und Stumpf. Primitiv macht Rüstung und Stumpf macht Primitiv macht Leben und Stumpf macht Rüstung. Und das natürlich schon nice. Das brauchen wir. Nur ein bisschen auf Nahkampfschaden. Ja. Glaube ich doch, oder? Bevor ich jetzt ganz viel Quatsch erzähle. Ja gut, plus Rüstung, minus Tempo. Naja, geschenkt, weil Tempo ist bei uns eh im Arsch. Also. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so wild. Ausweichen ist bei uns auch im Eimer. Wir nehmen Glück, damit wir Bäume bekommen. Weil Bäume gleich Healing. Also LP-Regeneration, Lebensabzug ist ja ultra verringert. Das haben wir ja schon gehört. Das heißt, wir müssen unser Leben durch Bäume, oder gesagt durch Früchte regenerieren. Das dafür brauchen wir Glück und so weiter und so fort. Das ist auch gut. Max LP, haben wir gehört, ist gut. Stöcker, nee. Nee. Stumpf, dieser Run, glaube ich. Ich glaube, gerade irgendwas im Hals ein bisschen. Nein, ja, Angriffstempo nehmen wir wohl mal ein bisschen mit. Tja, ich baller hier voll Max LP hoch. Das nehmen wir auch mit. Noch ein Stein. Noch ein Stein. Glück. Klingt gut. Achso, ich habe gerade noch gar nicht euch gesagt, was wir für Elitewellen haben. Ich habe gerade eine Horde aufblitzen sehen. Ich glaube, der Rest waren zwei Bosse. Ich gucke gleich nochmal nach. Also ich glaube, der Gameplan wird sein, wir gehen hier aber sowas von auf maximales Leben, weil dadurch kriegen wir ja mehr Schaden. Das ist natürlich geil. Rüstung wird auch ein Ding sein, weil wir nicht ausweichen, viel skalieren, weil auch ausweichende Modifikationen runtergesetzt sind. Das heißt, wir kassieren hier hart auf die Fresse. Das müssen wir durch Rüstung wettmachen. Ansonsten. Crit ist, glaube ich, auch bad für uns. Nahkampfschaden könnte man mitnehmen. Ich werde aber jetzt hier die Max-LP mitnehmen. Da ist ein schöner Stein. Nehmen wir mit. Ein bisschen.
Und wir wollen mal kurz mal gucken, was alles negativ ist. Also Lebensregeneration ist runtergesetzt. Lebensabzug ist schon zu Start bei minus 100. Das können wir voll vergessen. Das ist voll egal. Ausweichen, Ausweichen, Modifikationen sind auch verringert. Tempo auch. Okay. Also wir sollten sehen, dass wir nicht zu viel in Minustempo geraten, weil sonst wird es irgendwann echt ätzend. Aber wir werden jetzt ja auch nicht schnell durch die Gegend flitzen. Das heißt, wir müssen Rüstung vielleicht ein bisschen woanders herbekommen als durch Items. Weil die häufig auch Minustempo machen. Also im Minustempo müssen wir ein bisschen aufpassen. Ansonsten gehen wir hier voll auf Steine, weil, haben wir ja gerade schon gesehen, stumpf und primitiv als Item-Tag. Primitiv, was Leben gibt, stumpf, was Rüstung gibt, aber auch Minustempo macht, glaube ich. Sonst gehen wir hier auf Leben. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wie weit uns das hier bringen wird. Oh, frühes Sparschwein. Nice. Hat keinen Bock zu rollen. 8 Ernte, ja, ist gut. Bisschen mehr Attack Speed. Rein. Tasche. Einen Dünger am Anfang kommen wir mit dem. 11 ist eine Horde, 14 und 17 sind Bosse. Sehr viel Leben. Für Welle 6. Das ist gut. Bisschen Tempo nehme ich mal mit. Ihr habt schon gesehen, es war jetzt nicht wirklich. So, na komm, schon, komm auch mit dem Baby und Bart bringt uns gar nichts, aber es ist übel früh. Ja, scharfe Soße ist, glaube ich, ganz geil. Kriegt man, wenn man mit dem Vielfraß eine Runde geschafft hat, was ich obviously getan habe. 3 Max EP, also wir kriegen einen Schaden mehr. Chance von 25%, dass Verbrauchsgegenstände beim Aufsammeln explodieren und 38 hängt vom Leben ab und Leben werden wir viel haben hinterher. Schaden zufügen. Das ist ganz gut. Das hätte ich auch gerne. Das nehmen wir noch mit. Wieder rein. Was war das negative Ding bei Krallenbaum? Oh, minus 1 Max EP. Ja, das war dumm. Okay. Gebe ich zu. Ist schon 70 Leben. Ist ja übel nice. Ja, ich glaube, die werden hier jetzt spawnen. Da werden wir nichts dran tun. Haben wir es nur verhindert. Ist gut. Knapper als gedacht. Nee, die brauchen wir jetzt heute mal nicht. Ja, wäre natürlich übel geil, aber. Habt ihr Glück dagegen, auf jeden Fall. Noch eine scharfe Soße. Jetzt haben wir schon 50%. Nice. Wir hauen hier Schaden aus, Leute. Gegner haben eine Chance von 20% beim Tod zu explodieren und dabei. Nehme ich mit. Die Ernte haben wir gerade. Und ein bisschen AOE-Clear ist, glaube ich, nicht schlecht für uns. Gerade im Anbetracht, dass wir eine Horde haben.
Das wird anstrengend. Oh Gott. Das war beinahe tödlich. Eieiei, okay. Und Max Life. Ja, sehr gut, dass wir das Zerfetz mitgenommen haben hier. Ihr seht schon, wenn die so explodieren, dann hat das damit zu tun, dass Zerfetzen ausgelöst worden ist. Ja, sonst hätten wir hier gerade nicht so viel Spaß. Gärten werden auch gut, wenn wir die Gärten müssen wir auch mitnehmen. Alien Auge ist natürlich übel geil. Jetzt war ich natürlich wieder sehr, sehr fix. Ich zeig's euch gleich nochmal, was Alien Auge macht. Moment. Bisschen mehr Tempo. Rüstungsgrade mehr wert. Alien Auge verschießt um uns herum Alien Augen, Kugeln, die 50% unseres Lebens machen. Mit Schadensmodifikationen und so. Das heißt, wir machen da jeweils alle 3 Sekunden 60 Damage mit. Das ist richtig gut. Gerade für uns. Ja, ja. Ja, Fernkampfschaden ist uns egal. Max LP brauchen wir. Nice, da war ein Achievement. Aber vorher noch nicht. Über 100 Leben erreicht. Nice. Okay, dann gehen wir da rein. Welle 10, unsere geliebte Welle 10. Und genau das, wenn es so uns herumploppt, seht ihr, das sind die Alien-Augen. Das ist natürlich für uns jetzt hier gerade richtig gut. Weil es halt mit Max-Leben skaliert und wir davon einfach viel haben. Und wir damit eine gewisse Art von Fernkampf auch in unseren Repertoire aufnehmen, was nicht gut ist. Und ihr seht, die scharfe Soße kickt auch ein, immer wenn es um uns herum Explosionen gibt. Dann hat die scharfe Soße gekickt. Jo! Nö. Ja. Großtempo. Was bringt uns das? Angriffstempo, ja. Reichweite, okay. Wird es doch auch, glaube ich, runtergesetzt, oder? Nee, ist es nicht, dann ist es gut. Wir haben... Oh Gott. Oh, das wäre es gewesen noch. Wir haben jetzt die Horde vor uns.
ein bisschen die Klappe und konzentriere mich gerade. Das wird ein wichtiges Level hier. Boah, da habt ihr das gesehen. Nice, das war zerfetzen. Ein bisschen Nahkampfschaden können wir auch nochmal mitnehmen. Ja, das war eine richtig gute Horde. Ja, 12% Schaden. Warum nicht? Ein bisschen mehr Rüstung stacken. Ja, ja, ja. Ich erhöhe Explosionsschaden. Oh Gott, was geht hier ab? Das ist ja richtig geil. Ich erhöhe den Explosionsschaden, weil wir natürlich jetzt viel mit Explosionen arbeiten. Zerfetzen, explodiert. Und die scharfe Soße auch. Und wir haben jetzt schon Grenze erreicht. Also jedes Mal, wenn wir jetzt was aufsammeln, explodieren wir um uns herum. Das ist natürlich übel geil. Okay, das wird ein, ich glaube, es wird ein guter Run. Gehen wieder rein. Bisschen Money sparen. Haben wir das Sparschwein eigentlich schon? Oh, schon ein Sparschwein, oder? Jo, auch schon ein Sparschwein. Leute, da ist der Garten. Garten lassen alle 15 Sekunden oder so Früchte spawnen. Und das ist natürlich auch geil, weil, wir haben ja gerade gehört, jedes Mal, wenn wir jetzt was aufsammeln, explodieren wir. Und wir heilen uns darüber. Mal kurz gucken, wie viel wir jetzt schon heilen. Materialheilung. 16. 16 Leben bekommen wir, wenn wir Materialien aufsammeln. Das ist halt übel viel. Also, richtig geil. Ein guter Run. Ich bin sehr zufrieden bis hierhin. So, ein bisschen die Steine hochpetern, ein bisschen mehr Rüstung, alles an Leben natürlich mitnehmen, was wir kriegen können. Und dann sind wir good to go hier, glaube ich. Die Bosse könnten halt, na, die könnten ein bisschen reinhauen, aber wir schauen mal. Yep. Mehr Bäume, mehr Glück, mehr Glück. Noch ein Stein, noch ein Stein. Noch ein Stein. Hm. Bisschen mehr Crit vielleicht. Warum nicht? Geil, in der Selbstjustiz. Und rein. Wegen der Selbstjustiz macht, dass wir nach jeder Runde 3 Schaden dazu bekommen. Also prozentual. Einfach so. Und das natürlich, wir haben jetzt noch 6 Wellen, das heißt, es sind 18% Schaden, die wir nochmal so on top bekommen. Ist gut. Müssen wir nicht drum rumreden. Und da gilt, wie häufig haben es besser als brauchen. Aber wir sind schon solide tanky. Nächste Runde ist, glaube ich, ein Boss. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen gucken. Habe ich halt noch nicht gespielt, den Charakter mit Bossen. Weiß ich jetzt nicht. Wir machen gerade die Tentakel-Dudes schon ein bisschen Sorgen. Weil wir nicht sofort umlegen wie alles andere. Komm, Schaden nehmen wir mal mit. Nicht beim Boss, würde ich sagen. Sonst wäre der V natürlich nice. Spare ich den noch? Kann ich sparen. Oh Gott. Oh Gott. Komm. Nein! Ach du Scheiße, Digga. Ich habe doch gerade die Kiste aufgesammelt, die mich voll heilt. Okay. Ihr könnt es von Montag, ich muss leider los arbeiten. Aber das kommt auf jeden Fall rein ins Video, weil genauso machen wir es. Und wenn ich nachher wieder da bin, gehen wir nochmal rein. Oder die nächsten Tage irgendwann.
Gleich. Welcome, ihr Lieben. Für mich sind ein paar Tage vergangen, für euch nur Sekunden. Und ich bin wieder drin. Wir haben jetzt eine Horde Wave vor uns, direkt danach, Welle 12. 14 kommt auch nochmal eine Horde Wave, 18 ein Boss. Und wir gehen diesmal mit Schleudern rein. Schleudern sind auch primitive Waffen, das heißt, wie die Steine geben sie extra Leben, max LP 15. Ding ist nur, dass die halt einfach besser skalieren. Mit, ihr seht, es ist 80% Fernkampfschaden, die Umsetzung ist besser als bei den Steinen. Es ist eine Fernkampfwaffe und macht natürlich mehr Clear. Ich habe gesehen, wir haben zwei Horde-Level. Da bin ich schnell auf die Schleuder geswitcht. Und wir sind jetzt kurz auf Welle 12. Und wir sehen im Shop extra Magen. Und ich glaube, damit haben wir das Game gebrochen. Weil wir sind ja das Dickerchen. Und Max-LP-Modifikationen werden um 25% erhöht. Ich bin gespannt, ob das für den Extra-Magen auch gilt. Wir kriegen ja Schaden für Leben. Also wenn wir mehr LP haben, machen wir mehr Schaden. Überragendes Item für uns, nehmen wir sowas von mit. Und gucken mal, was wir sonst noch so bekommen. Wir haben ganz coole Items bisher. Kriegerhelm, richtig nice für uns. Minus Tempo, ihr seht, es ist immer noch bei 0. Tempo-Modifikationen sind ja um 100% reduziert, interessiert uns nicht. Weisheit, wir hauen ganz gut Schaden raus auf Dauer. Wir haben Alien-Augen. Überlegt jetzt nochmal extra Magen. Wir nehmen jetzt wie jede Runde, kriegen wir einfach automatisch mal 10 Leben on top, mindestens. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Weil wir 25% mehr Lebensmodifikationen haben. Und Alien-Augen verschließt Kugeln um uns herum, die 50% unseres LP als Schaden zufügen. Geil. Das könnte richtig hart skalieren. Viel Kaffee, damit wir schnell zuschießen. Ich habe ein bisschen Fernkampfschaden mitgenommen, habe auch mal eine Runde Köder gemacht. Und wir haben 75 Glück. Das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir hier das Item gefunden haben. Und jetzt gehen wir in die Horde. Und gucken mal, es ist noch kein Abpraller, kein Bandana, glaube ich auch nicht, dass ich das mitnehme, aber auch kein Baby mit Bart dabei. Das heißt, wir haben nur die Schleudern, um uns dieser Horde zu stellen. Ich bin aber noch recht zuversichtlich. Und ihr seht, müsst ihr mal gucken, wenn ich eine Frucht aufsammle, kriege ich ein Leben dazu. Vielleicht sogar mehr. Oh, einen Schatzgummel hätte ich gerne. Schön. Ja, einen Garten haben wir auch schon gefunden. Übel gut. LP-Regeneration und Lebensabzug sind hier auch verringert. Die Modifikationen dafür. Ihr seht schon, das ist mit den Schleudern gleich ein ganz anderer Schnack hier. Kommen gut klar. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir so gut klarkommen. Ging gerade gut. Machen wir nochmal. Geil. Nochmal Alien-Augen. Richtig nice. Ich habe gerade gesehen, wir haben gerade vorhin 2700 Schaden damit gemacht. Jetzt guck mal, wir haben 1400 Schaden in der letzten Runde damit gemacht. Das ist ja einfach geil. Ein bisschen prozentuellen Damage möchte ich gerne mitnehmen. Crit möchte ich auch gerne mitnehmen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Die möchte ich gerne auch gleich mitnehmen. Natürlich, habe ich gar nicht gesehen. 5 LP, natürlich nehmen wir die mit. So, jetzt seht ihr wieder den Köder. Die Kleinen mit dem offenen Mund, die gleich so richtig hässliche rote Kugeln verschießen werden. Das sind die besonderen, die jetzt aber schon draufgegangen sind. Für den Köder. Sehr, sehr gut. Ja, dumm reingelaufen. Aber wir hauen wirklich gut Schaden raus. Ich bin recht zuversichtlich, dass das klappen kann. Diesen Run hier. Vielleicht kriegen wir noch ein paar coole Items. Ja, wir haben jetzt 105 Glück. Ich habe am Anfang sehr früh einen Baum und einen Holzverleim gefunden. Das hat eigentlich den Flow hier in Gang gesetzt. Ich glaube, wenn man da am Anfang gut unterwegs ist, mit Glück und vielen Kisten, läuft das gut. Kurz mal eben zu OBS rüber geschielt. Schön immer ein Leben draufsäcken. Ja, im Fernkampfschaden. Bei Rüstung. Blaue Schleuder.
Ja, das ist auch gut für uns. Wobei, minus 1, ja, ist egal. 6 Max LP sind 6 Max LP. Alien-Magie. Ja, sehe ich mich auch. Weil maximales Leben erhöht ja auch unseren Schaden. Oh, ist das schon wieder eine Horde? Hab ich aufgepasst gerade. Könnte ein Horde-Level sein. Das sieht mal aus wie ein Horde-Level. Ich will mich mal gerne bei der Nähe meines Gartens ein bisschen bleiben. Scharfe Soße wäre jetzt noch ein geiles Item. Das würde ich wohl nehmen. Damit, wenn ich was esse, eine Chance habe zu explodieren. Finde ich auch geil. Nö, nö. 206 Max LP, das ist gut. Nice, nice. Ja, geil. Wegen der Selbstjustiz auf jeden Fall. Der Rest wird gespeichert. Und ja, es war eine Horde. Jetzt haben wir in Welle 18 wieder einen Boss. Ich weiß gar nicht, kriegen wir dieses extra Leben auch, wenn wir die Früchte erst am Ende einsammeln? So, gucken wir jetzt 147 haben wir jetzt. Das will ich mal rausfinden. Extra Magen, glaube ich, bisher auch einmal gehabt. Aber wir kriegen auch nur, oder auch so, ne? Ich glaube, wir kriegen nur ein Leben dazu, wenn wir ja beim Aussammeln eines Verbrauchsgegenstands bei maximaler LP. Okay. Das müssen sehen, dass wir voll geheilt sind. Das nehmen wir mit, das brauchen wir nicht. Ernte interessiert uns auch nicht mehr. 6 Max LP, nice, nice. Sorry dafür, Leute. Ich hoffe, dass das nicht so laut auf der Aufnahme jetzt war, mein Hüster. Richtig viel Leben. Richtig gut für Rüstung haben wir mittlerweile. 13 ist auch okay. Da kann man noch was mitnehmen, wenn wir was finden, aber erstmal ziehen sehr, sehr zufrieden mit diesem Run. Gerne. Nee. Ja. Und das nehme ich auch mal mit, weil. Geil. Mit Reichweite. Ist, glaube ich, zu gut, dass wir es liegen lassen. Das ist auch zu gut, dass wir es liegen lassen. Wir machen richtig guten Schaden, Leute.
Ach ja. Warum nicht, ne? Nochmal drei Rüstungsgut. Genau das. Das würde ich jetzt auch nochmal mitnehmen. Die Legierung. Der Fetzen, wenn wir jetzt gar keinen Nahkampfschaden, das bringt uns leider nichts. Das bringt uns schon was. Und ein Elite-Gegner wird erscheinen und es ist er. Und ihr seht, die schleudern, es fällt halt alles drumherum um. Ohne dass ich groß was tue durch die Abpraller. Es ist wirklich gut. Selten so easy einen Boss umgelegt. Wir haben gleich 200 Leben, ne? Das ist auch einfach, kann ich noch nie. Das ist ja wirklich krass. 200 Leben. Sehr, sehr nice. Und wir sehen super witzig aus, finde ich gerade, mit der Nachtsichtbrille. Ja, wir hauen aber auch einfach kranken Schaden raus. Ja, schleudern. Schleudern sind's einfach. Ich sag's euch, Leute. Oh, das war die rote Truhe. Das war bitter. Ja. Nee, Krone brauchen wir jetzt wahrlich nicht mehr. Das würde ich nur mitnehmen. Und die ganze Map liert sich von selbst. Irgendwie witzig. Aber Alien Augen ist natürlich auch gerade krass. Ich mache jetzt 110 Damage mit Alien Augen. Das ist ja einfach nur geil. Ja. Ja. Komm. Um Boss Level. Ein letztes Mal ein bisschen rollen. Eine rote Schleuder. Schön. Gift-Tonikum wäre es noch gewesen, aber hey. Wir gucken mal. Das ist ja gerade für meinen dafür halt ein bisschen sehr viel Schaden. Oh, Leute. Jawohl. Gewonnen. Und wir haben den Kartoffelwerfer. Jetzt können wir insane Broken Builds spielen, Leute. wir haben ein bisschen bei Rotate unterwegs. Vielleicht ist ja der ein oder andere auch darüber hierhin gekommen auf unser kleines Projekt. Geil, der Bauer. Der Bauer, den werden wir noch spielen und der bricht mit dem Kartoffelwerker alles. Schön, dass du reingeguckt hast. Ich freue mich wirklich wie immer sehr darüber. Wenn ich mich richtig an den Aufnahmenplan erinnere, ist Montag wieder eine Folge dran. Und dann können wir mal kurz gucken, wer denn jetzt kommt. Der Greis. Noch gar nicht gespielt. 25% Gegnertempo sind also langsamer. Plus 10 Ernte.
Die Karte ist viel kleiner, es gibt weniger Gegner und wir sind langsam. Ich habe keine Ahnung, wohin das führt, aber wir werden es rausfinden. Nächsten Montag wieder hier an dieser Stelle. Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende und bis bald. Ciao.